wunderschönen guten Tag hier aus Köln. Und heute geht es wieder weiter mit einem Kabarettisten-Comedian. Darüber werden wir gleich streiten. Tobias Mann, ich grüße dich. Hi. Hi. Ich habe gestern mich mit Klaus von Wagner unterhalten. Und das Interview war vorbei, aber wir haben uns weiter unterhalten. Und der hat mir erzählt, der hat sein Passwort für Twitter irgendwie verloren. Deswegen macht er das nicht mehr an Facebook. Das ist kein Digital Native und so weiter. Und du beschäftigst dich sehr stark im Moment mit dem Obwohl Netz. Ich kein Digital Native bin. Was bist du? Also ich habe ja so eine klassische Dreier-Einteilung bei den Generationen gemacht. Es gibt die Digital Natives, dann gibt es so meine Generation, wir sind die Digital Dummies. Und dann kommt noch die Generation meiner Eltern, das sind People who should never touch a computer at all. Okay. Und wir sind in der Mitte und haben halt im Prinzip es sehr, sehr schwer, weil wir verstehen den ganzen Kram nicht so richtig, müssen uns aber damit beschäftigen, damit wir den Jungen und den Alten helfen können, damit sie sich nicht im Internet ins Unheil stürzen. Und das ist so unsere Aufgabe. Deswegen, ich mache das alles. Ich bin bei allem dabei, bei Twitter. Ich habe einen YouTube-Channel. Da passiert zwar nicht furchtbar viel, aber ich habe einen Tumblr, Evernote, ich habe Pinterest. Ich bin überall angemeldet. Ich mache alles, wahllos. Warum machst du das erstens? Und zweitens, warum beschäftigt dich das so sehr? Beide Fragen stelle ich mir auch sehr oft. Es ist so, dass ich ein unglaubliches Spielkind bin. Also wenn ich irgendwie so in so einem Tech-Blog oder sowas lese, das ist jetzt ein neues, cooles Programm, super App, neuer Webdienst, dann merke ich so, wie es in mir kribbelt. Ich muss mir das angucken. Und zum Beispiel Pinterest ist ja so wirklich überall besprochen worden. Sogar in der Süddeutschen Zeitung war auf einmal ein Artikel über Pinterest. Was ist Pinterest? Ja, gute Frage. Ich kann es dir bis heute nicht so genau beantworten, wofür das gut sein soll. Man kann da ja irgendwelche Bilder zusammenpinnen und hat dann irgendwelche Galerien und sowas. Und das ist auch irgendwie copyright-mäßig wohl ganz schwierig. Und ich bin da, es sieht toll aus, aber ich weiß nicht, wofür man es benutzen soll. Und was das nächste heiße Ding ist, weiß ja keiner so genau. Und dann will man wenigstens möglichst früh irgendwie was drüber sagen können. Letztens habe ich mich mit der Sandra Maischberger unterhalten. Ja. Und die hat gesagt, ich mache das alles nicht. Also auch nicht für die Sendung. Und die Maybrit Illner, die macht das ja. Die hat irgendwann so gesendet, so Bilder, wo man gedacht hat, ach so, die haben jetzt auch Internetanschluss. Also wo das albern wirkt, weil die jetzt auf Internet machen. Hast du das Gefühl, dass eigentlich viele Formate da gar nicht mitkommen im Moment? Ja und nein. Also was ich ein bisschen blöd finde, ist so dieser Zwang, das Internet momentan überall auch so in diese traditionelle Medienwelt einzubinden. Ich finde es immer ganz furchtbar, da läuft es mir eiskalt den Rücken runter, wenn du bei NTV oder bei ZDF siehst, so und jetzt holen wir nochmal unseren Twitter-Experten oder unsere Twitter-Experten. Und dann kommt die dann so aus der Kulisse raus und sagt, ja, und wir haben bei Twitter auch wieder ganz interessante Einträge gefunden hier. Der User faulesau24 twittert, Mensch, Obama, mach es nochmal. Wo ich mir so denke, wozu? Einfach nur, um gesagt zu haben, wir haben von Twitter gehört und lesen das auch. Das macht dann keinen Sinn. Also es hat für mich noch keiner eine schlüssige Einbindung gefunden, wo ich sage, hier macht das Sinn. Es ist oftmals nur so, um es zu machen. Was mich bei dir interessiert Bitte. Hat, ich sehe dich da immer auf der Bühne. Ja. Kennst du den Roadrunner? Ja. Du bist der Roadrunner für mich unter den Kabarettisten. So. Bist du der Coyote? Ich hab dich. Mich hat interessiert, ob du privat wirklich auch so bist. Erschreckend ist, du bist privat auch so. Woher ja, gut, jetzt bin ich ja nicht so richtig privat. Das ist auch nochmal, meine Frau, die wird auch immer wieder gefragt, ist er denn daheim auch so? Und sie sagt dann etwas Wahres. Sie sagt, wenn er zu Hause auch so wäre, könnte man ihn nicht ertragen. Und ich bin tatsächlich dann auch mal etwas ruhiger. Also ich bin schon vom Prinzip her ein sehr hibbeliger Mensch. Aber das ist zu Hause bei weitem nicht so schlimm, wenn ich irgendwie jetzt in der Öffentlichkeit stehe, wenn eine Kamera auf mich gerichtet ist, wenn mir Fragen gestellt werden. Weil es dann in dem Moment jetzt auch hier so bei mir arbeitet. Wenn ich mit meinem Sohn zu Hause am Tisch sitze und knete was, bin ich ruhiger. Ja? Ja. Weil er noch hibbeliger ist als ich. Na, einer muss ja irgendwie ein bisschen für Ruhe sorgen. Comedy, Cabaret, das ist immer die interessante Frage. Ich habe ja vorhin. Ist die interessant? Aber gut, stell sie weiter. Nee, es muss interessant sein, weil du reagiert hast. Im Vorgespräch ja, habe ich natürlich. Gesagt, warum hast du es, wie hast du es geschafft, nicht in den Comedy-Bereich abzudriften? Da ist ja schon Moment, eine Wertung. Moment, das müssen wir kurz hier ausstellen. Er hat gesagt, ob ich schon in den Comedy-Bereich ob ich in der Gefahr war, abzudriften. Das ist schon genau der Fehler. Mich ärgert es immer so ein bisschen, also anders. Bei dem, was ich tue, wer es jetzt noch nicht gesehen hat,
muss es sich vielleicht mal angucken, ist es nicht so ganz klar, in welche Schublade man das jetzt stecken soll. Und es wird häufig aber in Deutschland gemacht, dass die so eine Unterscheidung Comedy und Kabarett als Gütesiegel getroffen wird. Das heißt also, man sagt, Comedy, das ist scheiße und Kabarett, das ist gut und toll. Und das ist einfach Blödsinn. Es gibt gute Comedy und es gibt schlechtes Kabarett, wenn man die so unterscheidet. Was ist gute Comedy? Gute Comedy ist die, die... Nenn mal Namen. Ungern. Ach, das ist... Na, was heißt ungern? Ich beispielsweise, man würde doch nicht sagen, dass etwas wie... Gehen wir mal in die Klasse, zu den Klassikern. Dass etwas wie Monty Python zum Beispiel, dass das jetzt irgendwie Kabarett wäre oder sowas. Sondern das ist Comedy. Und auf einem sehr hohen Niveau. Also im Prinzip waren die ja stilbildend in dem, was sie da getan haben. Oder gehen wir ein bisschen näher. Loriot. Was ist das? Ist das Comedy? Ist das Kabarett? Es hat keine politischen Inhalte. Also würde man jetzt erstmal so mit diesem groben Raster, das man dann immer hat, sagen, na, dann kann es ja eigentlich kein Kabarett sein. Was ist mit Hans-Dieter Hüsch? Hans-Dieter Hüsch hat gerade in seinem letzten Programm kein Wort mehr über die tagesaktuelle Politik verloren. Es würde aber keiner auf die Idee kommen und würde sagen, Mensch, knaller Comedian. Sondern das war einer der besten Kabarettisten, die wir hatten. Also es gibt doch einen Unterschied zwischen Schramm und Pispers und Mario Barth und Cindy aus Marzahn, oder? Ja, sicher gibt es den, aber wo ziehst du da die Grenze? Du hast jetzt natürlich zwei extreme Beispiele aus beiden Bereichen genommen. Fühlst du dich da in der Mitte? Ach Gott, Mitte. Mitte ist immer so langweilig. Ja. Also ich oszilliere ja immer so ein bisschen. Das ist ja immer im Programm so. Ich habe in einem Moment noch eine Nummer über, was weiß ich, das... dass ich mich über Frau von der Leyen auslasse oder was auch immer, oder über die neuesten Pläne in Sachen Euro-Rettung. Und im nächsten Moment rede ich über das Eichhörnchen, was mich in meinem Garten irgendwie so provozierend angeschaut hat. Also ich lasse mich da schon so ein bisschen sehr von meinem eigenen Interesse. Was interessiert mich jetzt gerade im Moment und was passt jetzt gerade ins Programm? Habe ich jetzt hier gerade eine Verknüpfung zum Eichhörnchen gefunden von Ronald Pofalla, die irgendwie ganz gut passt, und mache ich das jetzt? Das heißt also, es ist keine bewusste Entscheidung von mir, jetzt so zwischen Comedy und Kabarett hin und her zu springen, sondern es ist einfach, ich mache das, was für mich sich am besten anfühlt. Kabarett-Nachwuchs wird Papa. Du redest von, ja. Nicht nur von dir, sondern auch bei anderen. Also im Moment haben die entweder gerade Kinder bekommen in den letzten Jahren oder kriegen jetzt bald. Und ja. So. Inwiefern wirkt sich das auf ein Programm aus? Es ist so, dass man natürlich, wenn man auf der Bühne steht und ich bin ja keine Bühnenfigur, also ich bin ja jetzt nicht wie, Ausbilder Schmidt oder Cindy aus Marzahn oder Atze Schröder, die ja eine Bühnenfigur haben und die dann in dieser Figur im Prinzip ein Programm machen, sondern ich bin ja ich selber, ich bin ja der Tobi. Na, und ich würde ja auch nicht fragen, aber du singst deinem Sohn das Lied über die FDP. Ja, genau, und da wollte ich jetzt hinkommen. Und das heißt also, du redest immer über das, was dich sehr, sehr beschäftigt. Und dann ist die Verführung sehr groß, über dieses Erlebnis, Vater zu werden, auf so eine sehr alltägliche Art und Weise zu schauen, auch im Bühnenprogramm. So diese klassische Windel wechseln, nachts aufstehen und so weiter. Was man halt so erlebt. Und ich wollte das nicht, weil es da schon sehr, sehr viele Beispiele gab und ich immer mir so ein bisschen die Nische suche bei den Themen. Also ich versuche immer so, wenn ich Thema XY bearbeite, die Aspekte hervorzuzerren, die jetzt noch nicht unbedingt so intensiv besprochen worden sind. Und mich hat eher so dieses Grundsätzliche interessiert. Ich bin Vater geworden, was bedeutet das für mich? Was für eine Aufgabe habe ich jetzt? Ich muss im Prinzip meinen Sohn jetzt anweisen, oder erziehen dazu, dass er irgendwann mal Verantwortung übernimmt in dieser Welt, weil er ist so die letzte Generation, habe ich zumindest das Gefühl, die es schaffen könnte, diese Welt in die richtige Richtung zu drehen. Wir haben das ja nicht geschafft. Wir haben ja im Prinzip versagt. Ja, jetzt muss die neue Generation, diese Digital Natives, müssen jetzt gucken, dass sie das alles irgendwie in eine bessere Richtung drehen. Und da bin ich jetzt mit für verantwortlich. Ich muss ihn jetzt erziehen, ich muss ihn irgendwie mit der Welt vertraut machen und da lastet schon eine große Verantwortung auf meinen Schultern. Und darüber spreche ich. Wenn du darüber sprichst, sagen wir mal, um 8 Uhr hast du deinen Auftritt und dann kommt jemand und sagt, begrüßen Sie mit mir Tobias Mann. Da gibt es ein Zeitfenster von 5 Sekunden, wo du merkst, ich gehe gerade auf die Bühne. Warum gehst du auf die Bühne? Also was freut dich, was bewegt dich, dich da hinzustellen und diesem Publikum entgegenzutreten? Diese letzten von dir angesprochenen Sekunden sind die schlimmsten für mich.
Also da stelle ich mir tatsächlich auch selber die Frage, warum tue ich mir das an? Weil ich bin unglaublich aufgeregt, immer noch, vor jedem Auftritt. Und ich brauche das wahrscheinlich auch ein Stück weit, damit so das Adrenalin in Wallung kommt und so. Aber diese letzten Sekunden sind ganz schlimm für mich. Gerade so dieses, und wenn du dann rauskommst und wenn ich dann aber so die ersten paar Worte gesprochen habe, ist das alles auf einmal wie weg. Diese ganze Angst, und dann weiß ich, warum ich es mache. Wenn so das funktioniert, wenn du so Kontakt aufbaust zum Publikum und wenn du merkst, die reagieren und interagieren auch mit dir, ich mag das ja total. Also wenn irgendwie so eine, wenn man so ins Gespräch kommt mit einem Gast oder wenn irgendwie einem das Handy losgeht oder wenn eine Flasche umfällt oder es kommt jemand zu spät oder es lacht eine Frau irgendwie an einer Stelle, wo sonst keiner lacht. Sowas liebe ich. Also wo so ein Abend irgendwie eine für mich auch ungewohnte Wendung nimmt. Das nehme ich mir dann und da schaue ich, was können wir da gemeinsam draus machen. Und das ist es, warum ich es mache, weil ich persönlich so viel Spaß dann auch habe. Also weil ich dann auch wirklich freudig bin, mit den Leuten zusammen diesen Abend erleben zu können. Das ist ja auch immer so eine gegenseitige Geschichte. Comedy ist ja nicht, Kabarett, dieses, was wir da tun, ist ja nicht einseitig. Kann es gar nicht sein. Du lebst von der Reaktion des Publikums und dafür mache ich es. Also du siehst dich nicht als Ventil für das Publikum, der die großen Zusammenhänge auf die Bühne bringt. Das ist ja so diese alte Kabarettschule, so diese die Welt erklären wollen, was ja auch seine Berechtigung hat, keine Frage. Nur in der Position sehe ich mich gar nicht. Also ich fände es extrem unglaubwürdig, wenn ich mich auf die Bühne stellen würde und würde sagen, Leute, ich weiß, wie die Welt funktioniert und das erzähle ich euch jetzt mal. Ganz im Gegenteil. Das ist ja auch, was ich immer mache. Eigentlich meine Unzulänglichkeiten zerre ich ja ziemlich gnadenlos dann auch ins Rampenlicht. Das habe ich schon immer so gemacht. Und ich sage den Leuten auch, deswegen heißt das Programm ja durch den Wind, ich bin völlig überfordert. Ich bin eigentlich permanent irgendwie so kurz vorm Durchdrehen, weil ich das alles nicht mehr verarbeiten kann. Ich verstehe die Euro-Krise nicht, die Finanzkrise. Ich verstehe nicht, was diese Regierung gerade tut. Und ich verstehe nicht, warum meine Nachbarn nicht aufhören können, mit elektrischen Geräten ihre Hecken zu schneiden und den Rasen zu mähen und sowas. Alle so Dinge, die ich einfach nicht verstehe. Und das teile ich mit den Leuten und merke, dass sie sich dadurch auch ein Stück weit wieder angesprochen und mitgenommen fühlen, weil es ganz vielen so geht. Und so habe ich dann quasi so stellvertretend für die Leute so eine Selbsttherapie. Bist du ein Narr? Absolut. Im eigentlichen Sinne? Ja, ich glaube im eigentlichen Sinne ja. Also auch wirklich so jemand, der sich die Welt anschaut und dann so für sich einfach so diese Dinge, die nicht stimmen, versucht irgendwie zu erkennen und nicht daran zu verzweifeln, sondern sich darüber lustig zu machen. Weil ich glaube, das ist der einzige Weg, wie man klarkommt mit der Welt. Also das, ansonsten könntest du ja wirklich verzweifeln. Weil es gibt ja, es ist ja alles aussichtslos. Wo du was du liest, es ist hier Euro, aussichtslos, Frieden, in Nahost, alles aussichtslos. Und du musst irgendwie aber schauen, dass du dem ganzen Humor abbringst, sonst geht es ja überhaupt nicht weiter. Und das ist meine Aufgabe als Narr. Zum Schluss nenne ich immer drei Begriffe und bitte um kurze Assoziationen. Karneval. Habe ich viel gelernt. Lust. Empfinde ich jeden Tag und wenn das mal aufhört, dann müsste man sich langsam anfangen, Gedanken zu machen. Liebe. Das Wichtigste überhaupt. Dankeschön, Tobias Mann, und wir trinken hoffentlich bald wieder mal einen Kaffee. Würde mich freuen. Und ich glaube, es heißt ja im Internet immer, man macht so 1 Minute, 1,5 Minute. Ja. Die Leute gucken es sonst nicht an und so. Ich könnte, glaube ich, mit dir jetzt so 30 Fragen innerhalb immer von 1,5 Minuten machen. Also das Format könnten wir neu schaffen. Sollen wir in machen? In deiner Geschwindigkeit. Ja, du, dann hast du 30 Fragen in, okay. Oder wir machen ja, noch mehr. Wir versuchen die Frequenz jedes Mal zu erhöhen. Super. Wir, ja, wir fangen wir beim nächsten Mal an. Dankeschön. Alles klar. Dankeschön auch euch, meine lieben Abonnenten. Und mal was ganz Neues. Mein nächster Gast, Schauspieler, Regisseur, aber vor allem Synchronsprecher, Carlos Lobo. Und das ist der Synchronsprecher vom Bösewicht im neuen Bond von Javier Bardem. Der beste Bösewicht, der in einem Bond-Film seit langem da gewesen ist. Ja. Wunderbar. Hast du schon gesehen, Skyfall? Habe ich noch nicht gesehen. Aber ich finde, ist Judi Dench nicht der beste Bösewicht? Naja, die... Oh, und es ist nicht ganz klar in diesem Bond-Film, ob sie bei den guten... Ich habe ihn noch nicht gesehen. Mal schauen, ja. Nein, ich sag gar nichts. Danke. Bye-bye.